Herr Kramer, 1:0-Sieg hier bei Rot-Weiß Koblenz. Wie erleichtert sind Sie? Ja, grundsätzlich ist man immer erleichtert, wenn man mal wieder mit einem Auswärtssieg nach Aalen zurückfahren kann. Das ist ja nun mal klar. Aber das hat sich die Mannschaft aber mit allem, was sie hatte, 90 plus verdient. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft. Wir haben mehr Torchancen herausgespielt und deswegen ist der Sieg absolut verdient. Was mich ein bisschen, jetzt mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass natürlich das sehr nervenaufreibend ist, wenn man sich nicht belohnt und dann das zweite nachlegt. Aber wir haben es gut verteidigt, wir haben die Null gehalten und deswegen kann der Verein, kann die Mannschaft, die Verantwortlichen können alle hochzufrieden sein, dass wir jetzt wieder, und das muss man ja deutlich sagen, wieder eine Reaktion gezeigt haben, dass wir uns nicht unterkriegen lassen durch bestimmte Einflüsse von außen, sondern dass wir unseren Weg gehen und das hat die Mannschaft und ich glaube alle heute sehr, sehr klar demonstriert, dass wir uns nicht aufgeben werden. Jetzt sind 2 Tage vor dem Spiel die 9 Punkte abgezogen worden. Ihr wart Letzter damit. Macht das was im Kopf oder kann man das ausblenden? Ja, jetzt sind wir ja nicht mehr Letzter. Genau das ist ja der Punkt. Jetzt haben wir den psychischen Vorteil, dass wir genau nach dieser Nachricht -9 Punkte auf dem letzten Stand, aber wir haben ja jetzt schon eine Mannschaft wieder überholt. Und das ist ja, glaube ich, psychoemotional ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man jetzt schon auf dem zweitletzten Platz steht und dass man der Konkurrenz gezeigt hat, nee, der VfR Aalen gibt sich nicht auf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie viele Punkte hätte der Trainer gerne unter dem Weihnachtsbaum? Och, am besten die optimale Ausbeute, was aber natürlich utopisch ist. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen sicherlich Mannschaften haben, die mit Frankfurt, auch mit Freiberg, die wir bezwingen können. Die dann eben auch vielleicht so innerhalb der Liga-Konstellation dann auch vielleicht nochmal wichtig werden, eher hinten raus nach der Saison. Dankeschön. Bitte.